Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part, Age of Empires 4. Im letzten Part waren wir hier stehen geblieben in der letzten Mission. Wir müssen ein Huyi-Puh bauen, ein extremes, ein Trebuchet, wie ich im letzten Part erfahren habe, mit einer extremen Reichweite. Das kann nur der bauen, der ist auf dem Weg. Wir bauen es hier hin. Falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, könnt ihr übers i zum letzten Part kommen. Das ist altbekannt. So, hier haben wir eine Armee, die ist ganz gut ausgerüstet. Wir bauen hier auch gerade schon mal nach. Ihr könnt jetzt einfach mal nach da unten. Ich glaube, die brauchen es eher. Die haben da keinen Kommandant. Aber wir haben noch ein bisschen. So. Und dann bauen wir die noch. Gidi. So. Wo machen wir weiter? Wir machen weiter. Beim Trebuchet, würde ich sagen. Wo bleibt denn mein General Ismail? Unsere Seidenstraße ist ganz gut, weil wir haben genug Händler drauf, die uns Steine besorgen. Wir können bald schon wieder ein Trebuchet bauen. Ich weiß halt nicht, was der Gegner machen will. Wir können das Ding nur zerbomben. Ich habe halt keine Ahnung, was für eine Reichweite das hat. Ja, wobei ist das... Oh. Guck mal. Ja, komm doch her. Ja, genau. Richtig dumm. Warum auch immer. Frag mich nicht. Was? Wir wurden verletzt. Jetzt haben wir ein Problem. Ich wusste ja nicht, dass ab da... Hui. Entschuldigung. da haben wir Ismail mal kurz abnippeln lassen. Ach nee, komm. Letztes Mal hatten wir schon so Probleme kurz mit der Bitrate. Jetzt sind es 28 Frames, die verworfen wurden. Fällt euch nicht auf bei 30 Bildern, glaube ich. Hoffentlich. Ciao. Nein, nein. Also, die cheaten doch. So, kriegen wir unser... Ne, wir kriegen unser Stein natürlich nicht. Ich hasse mein Leben. Regeneriert der es nicht? Ach, guck mal. Ist das die Reichweite von dem Trebuchet? Na gut, wir warten jetzt hier einfach. Der Stein kommt ja von alleine. Guck mal. Von alleine kommen auch die... So. So. Dahin. Ja, die Schafe, die werden auch geschlachtet. Das hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber ist eigentlich das, was passiert. Von alleine. So, du kannst mal hier hoch. Ja, da. Moment. Moment. Du gehst hier hin. Hier hin. Gehst dann dadurch. Sonst wird das Ding wieder abgeschossen. Na gut, hier unten ist mittlerweile die Verstärkung eingetroffen, aber wir waren noch so dumm und haben die nicht genutzt. Hallo, zurück. Du kannst gleich drauf. Jetzt kannst du drauf. Viel Spaß. Okay, Trebuchet ist in Arbeit. Wir können nochmal einen Falken rufen, aber das wird uns nicht mehr bringen als davor. So, du kannst nach da oben. Ah, wobei, geh wieder hier hin. Hier und dann. Hier. Ich hoffe, das reicht. Hier kommen wir mal. Okay, wir bauen schon nach. Das ist wunderbar. Bin ein bisschen angespannt, weil es die letzte Mission ist. Und ich denke mal, die fordern mich da ganz gut. Bin gespannt, was die hier machen. Aber im Notfall zerschießen wir die ganze Stadt einfach. Da kenne ich gar nichts. Die nehmen auch keine Rücksicht auf mich. Warum sollte ich dann auf sie nehmen? Boah, wir müssten hier eigentlich so eine Burg hinbauen. Das wäre schon lustig. Ja gut, du bist weg. Und dann können wir hier hin. Hier oben ist auch relativ wenig Platz im Vergleich zu unten. Da hast du halt hier die ganzen Türme noch. So, du kannst mal hier hin. Wie sieht's aus? Was braucht... Warum? Bau doch weiter? Ja, habe ich aus Versehen nicht draufgeklickt. Entschuldigung. Entschuldigung, war keine Absicht. Dahin? Ach nee, Spielspeicher. Ach so, weil der Trebuchet fertig ist, gell, ja. Weitere Pferde. Noch ein bisschen. Mit der Errichtung des Gegengewicht-Trebuchets konnten die Mongolen ihren Angriff auf die Zwillingsstädte in Gang setzen. Ja, beginn mal hier. Da Ismails Trebuchet eine vielfach größere Reichweite besaß als die Gegenstücke der Song, konnten die Mongolen aus sicherer Distanz angreifen. Alter, was für Schaden. Ja, und was ist jetzt meine Herausforderung? Einfach die Siedlung platt zu machen.
Was? Errichten Sie mindestens eine Brücke über den Graben. Warum sollte ich? Die durch den Beschuss des Trebuchets alarmierten Soldaten der Song hinterließen an anderen Stellen Lücken in ihrer Verteidigung, die die Mongolen ausnutzen konnten. Ja, wir könnten jetzt eine Brücke bauen, wir können es aber auch erst lassen und schießen. Warum sollte ich mich für Zwoderes entscheiden? Macht ihr mal? Nein, wir haben einen Turm zerstört. Wie können die nur? So. Das tut weh. Das lassen wir mal. So. Ja, ich schieße erstmal. Erstmal schießen und dann gucken. Das ist so ein bisschen Nordkorea-Style. Das kann man machen. So. Bald brauchen wir unsere Armee nur dort. Ich denke mal fürs... Oh Gott, wie viel? Nee, ich habe Schafe jetzt markiert, bin ich blöd. Ja, du kannst mal hierher. Die schießen weiter, gell? Ja, genau. Schieß mal da. Oh, die Reichweite ist ganz nice. Dann kannst du mal hier drauf. Du kannst mal hier drauf. Einfach, weil es möglich ist. So. Bauen oder reparieren sie. Muss ich irgendwas reparieren? Ich glaube nicht. Ja. Ich, ja. Wird lustig. Für die. Am Ende. Und da waren wieder ein paar Vorab. Ich weiß nicht, wo er die Frames immer verwirft. Macht für mich relativ wenig Sinn eigentlich, aber okay. Hier, oh Gott, hier kommen Katapulte. Wann kommt die Verstärkung? Ist die schon da? Wenn ja, war das ein bisschen wenig. Nee. Die sind alle... Habe ich die nach oben geschickt? Ja, irgendwo muss doch jetzt eine Verstärkung unterwegs sein. Eigentlich, dachte ich. Anscheinend nicht. Gut. Irgendwo, ich bin wieder lost. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Wie ist denn die Schlacht eigentlich in echt ausgegangen? War das so, dass man einfach hier dann mit der Reichweite gespielt hat? Ja, ich wünsche viel Spaß hier. Also ich zerbomb das Ding erstmal. Da kenne ich nix. So, du darfst hier drauf. Ja, viel Spaß. Nachdem die Mauern von Fancheng begonnen hatten, unter dem Beschuss einzustürzen, konnten die Mongolen... Darf ich nur damit Türme angreifen, oder was? ...sechs Jahre zuvor zerstörten Brücken wieder aufbauen. Ja, die Brücken möchte ich eigentlich noch gar... Oh Gott. Hilfe. Wo habe ich denn die... Ich habe doch irgendwo noch Einheiten, dachte ich. Na gut, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Hier unten wird es aber nötig. Da habe ich die alle hier hingeschickt. Ich glaube, ich habe die alle da hingeschickt. Kann das sein? Wie dumm war ich denn? Mal wieder komplett. Na gut, wir müssen hier noch warten. Ihr könnt ja auch mal kurz ein bisschen da euch drum kümmern. Ja, dann geht ihr erstmal runter. Weil sonst haben wir ein Problem, wenn... die hier eingenommen sind. Naja, na gut. Hier machen wir erstmal Schaden. Schicken die neue Einheiten auch? Oh, hier habe ich noch einen Dorfbewohner. Der Dorfbewohner kann oben bleiben. So. Was machst du denn? Kannst du hier drauf? Ja, schön. Oh ja, perfekt. Wir könnten Trebuchet. Wir könnten es aber auch lassen. Weil wir haben genug. Ich muss aber nochmal nach oben mit den Dingern. Hat er den Turm zerstört? Ja. Ja, hier können wir eigentlich bleiben. Hilfe, wo sind meine Einheiten? Da kommen sie. Das dauerte ewig. Habe ich noch genug? Errichten Sie mindestens eine Brücke. Optional werfen Sie einen Blick in die feindliche Stadt. Ja, das würde ich gerne machen. Sehr schön. Das hatten wir schon davor, aber okay. Das wird ein bisschen eng. Das wird enger, als ich es gern hätte. Wir müssen hier mal ganz schnell runter. Hilfe. Ja, mal kurz hier. Okay. Das ist jetzt dumm. Die Bogenschützen sollten nicht vorne stehen. Ja, ihr könnt aber auch angreifen.
Greif doch irgendwen an, ist doch egal wen. Wir machen irgendeinen Scheiß. So wird's auf jeden Fall klappen. Zack. 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 Ja, wir beschießen einfach weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Hilfe, hier kommt die Verstärkung, die Toten verstärkt. Ja, wir sollten mittlerweile eine Brücke bauen, vielleicht. Mittlerweile, vielleicht. Wir kommen nämlich nicht mehr hinterher mit der Nahrung. Oh Gott, ja, mehr Nahrung. Es liegt nämlich nicht mehr... Ja, hier oben kommt fast nichts mehr, kann das sein? Ich schicke gleich alle runter. Ich würde ja mittlerweile sagen, dass das unser größeres Problem ist. Ciao. Über die Brücke. Ja. Ciao. Hilfe. Danke. Die Türme machen das. Ja, jetzt könnt ihr schießen. Ich wünsche viel Spaß. Er schießt doch nach da vorne. Wo rennen die hin? Ja, jetzt hier drauf. Sehr schön. So. Brandpfeile. Wichtig und richtig. Ciao. Ja, jetzt können wir schießen. So. Haben wir jetzt eine Brücke mal? Nö. Oh Gott, dauert die ewig. Ja, geh du mal hier hin. Haben wir hier noch jemanden, der gerade nichts zu tun hat? Könnt ihr auch mal hier runter? Wir müssen hier mal... Ja, könnt ihr reparieren? Warum könnt ihr reparieren? Okay. Nice. Viel Spaß. Okay. Interessante Technik. Bin ich ehrlich. Nur bis das Brandsymbol weg ist. Na komm. Danke. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. So. Können wir hier noch was verbessern? Eigentlich, ja gut, hier könnten wir die verbessern. Ach cool, ich habe es nur da in Auftrag gegeben. Ja, das ist relativ unpraktisch. So. So. Ja, mal gucken. Mal gucken, was das noch wird. Wie lange dauern denn die scheiß Brücken noch? Der Tribuchet schießt da irgendwo drauf. Ja, kann er gern machen. Kannst auch mal da drauf. Ich schicke die gleich hier oben teilweise runter, weil ich glaube, hier oben sind wir einfach deutlich besser verteidigt als hier. Und es liegt nicht an der Produktionszeit, sondern an den Ressourcen. Irgendwie muss ich da noch ein bisschen mehr auf Nahrung setzen. Zack. 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 Wir könnten natürlich auch eine große... Oh, lol, das haben wir geschafft. Wie denn das? Ja, macht mal hier. Ihr kommt mal hier. Rettet den Handelsposten. Dass wir das noch schaffen, wundert mich. Oh, hier oben sind wir aber auch ganz schön ausgedünnt. Was ist denn da passiert? Wahrscheinlich, je weiter wir an der Brücke vorankommen, gell? Desto stärker werden die Angriffe. Ja, gib mal ab und helft mal hier mit bei der Brücke. Wir müssen jetzt die Brücke einnehmen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das wieder von Mangan. Nein, verbessert die Nachlade. Armbrustschützen haben wir nicht. Ausbildung von Schild. Ja. Okay. Ja, jetzt brauchen wir mehr Einheiten einfach. Wurde das aufgeteilt? Ja, halbwegs. Vier Stück, die... Ja, ihr könnt doch weiter. Macht doch weiter. Da machen die einfach nichts. Ich glaub's ja nicht.
Hier geht's auch weiter. Schöne Ressourcen. Okay. Nein, ja, du kannst wieder. Ja. Bis dahin. Bin gespannt. Ja, hier oben bräuchten wir eigentlich auch Verstärkung mittlerweile. Ey, diese Frames, die kotzen mich heute ganz schön an. Sage ich euch, wie es ist. Ja gut, dass du nichts machst, das ist halt schade. Warum greift der die Bogenschützen wieder? So, eine Brücke haben wir. Die neue Brücke bereitete den Weg nach Fancheng. Mhm. Können wir hier hin? Stürmen sie die mit der Armee Fancheng. Streitkräfte der Song zerstörten eine der Marktstädte, die mit Kublai Khans Armee handelte. Nur eine einzige Handelsroute war den Mongolen noch zugänglich. Ja, ich weiß. Ich würde gerne die Burg hier nämlich zerstören. Wo ist noch eine hier? Was müssen wir hier genau zerstören? Lincheng. Wer ist Lincheng? Ach, der Kommandant da oben. Die Mongolen stürmten Fancheng und überrannten die Soldaten der Song. Plündern sie Fancheng. Ja, das ist meine einzige Quest noch. Wir brauchen gerade keinen Stein, das ist das Gute. Aber mach ruhig hier weiter. Wo ist mein anderer Trebuchet? Hier unten, ja, können die mal machen. Wir brauchen das gar nicht mal gerade. Gerade brauchen wir keinen Stein, wir brauchen vor allem Einheiten. Hey, dieser. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Gegen die Ruckler, weil, wie gesagt, bei mir läuft das Spiel butterweich. Ist halt wieder OBS. Okay. Also irgendwie. Warum sind die Handwerker drin? Ja, gut. Oben haben wir ein bisschen Probleme. Wir können noch versuchen, das Ding zu retten. Aber ob das jetzt wirklich viel bringt, das haben wir dahingestellt. So. Könntet ihr mal da drauf gehen? Das Ding, was einem verschießt, lassen sie am Leben. Ich glaub's ja nicht. Wow. Kommen die hier hoch? Oder bleiben die unten? Das wäre auch wichtig zu wissen, weil sobald mein Lager hier fällt, hätten wir natürlich ein Problemchen. Ach, wir können ja auch, stimmt ja, wir können ja auch die Doppeltruppen. Die kosten ja nur Stein. Ja, wenn ich das gewusst hätte. Dafür kriegen wir auch den ganzen Steinbedarf. Zerstören sie von Shen, ja. Da sind wir dabei. Da ist Friede. Okay. Oro ist erschöpft. Ja, jetzt wird es problematisch. Entschuldigung. Die Song brannten den zweiten Marktplatz nieder und schirmten die Mongolen damit von sämtlichen Versorgungsmöglichkeiten ab. Ah, sämtlich würde ich noch nicht sagen. Von wo schießen die da? Da, oder was? Ihr könnt ja auch mal was machen übrigens. Also, ich meine ja nur. Alle außer die. Nein, eigentlich wollte ich genau die anderen. So. So. Von wo schießen die? Ach, hier. Was ist das? Oh, scheiße. Ja, komm. Jetzt langsam mal. Das müssen wir hinmachen. Das ist nicht gut. So. Ich hoffe, da kamen keine neuen nach in der Zwischenzeit. Ah, hier müssen wir mal warten. Vielleicht, wenn es zerstört ist, dass da keine neuen nachkommen. Dass deren Ziel nur ist, die zu zerstören. Oh, ich habe ein Achievement. Seht ihr ja. So.
Ja, wir müssen die Handwerker. Nee, müssen wir nicht. Eins. Können wir hier noch das Ding? Mal bitte. Was war, ist die Burg hier? Das, du bist ein Wahrzeichen, gell? Ja, kannst mal hier hin. Ja, das bringt. Ja, doch, kannst du mal machen. Wir haben hier das geschafft, gell? Ja. Dann kannst du hier mal hin. Ich könnte mir sogar vorstellen... Achso, verletzte Anführer. Den sollten wir mal kurz heilen und dann zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass es das war, sobald die einmal niedergebrannt sind. Dankeschön. Kannst mal hierher. Und die können mal oben stehen bleiben. Dann sehen wir ja, ob sie kommen oder nicht. Ich lasse mal unten auf jeden Fall Einheiten da. Ja, ist doch eigentlich ganz erfolgreich. Wir müssten hier noch eine Brücke bauen. Ach nee, warte mal, das ist Bevölkerungsschritt 1 sozusagen. Ja, gut. Wir können die mal kurz zerstören. Werden wir irgendwo geschossen? Ach ja, hier oben. Aha. Wieso sind die eigentlich hier? Achso, wegen dem General, gell, ja. Partlänge passt noch. Ich würde das gerne hier heute abschließen. So, als neues Jahr beginnen Video. So. Ich glaube wirklich, das war's. Es wäre prima, weil dann haben wir haben genug zu tun. Das ist wirklich so. So, ihr könnt mal hier hin. Okay. Der Tower macht hier was, ihr macht hier was. Können wir, müssen wir da erstmal die Türme hier wegmachen? So. Hilfe! Jetzt haben wir ein Problem. Bin ich ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass die so weit gehen. So, wir brauchen ein Tribuji. So, hier können wir ja natürlich noch alles kaputt machen, aber ich glaube nicht, dass das reicht, um das hier noch mitzunehmen. Das war echt blöd. Oh, hier könnten die noch... Warum haben die von hier keine Verstärkung bekommen? Hier geht es doch mitten rein. Gut, hier die Insel, die wäre abgeschottet, aber... Hier hätten sie halt was machen können. Eigentlich. So. Reichen hier eigentlich auch normale Triebwerke normal? Hätte ich mal austesten sollen. Ja, wobei. Na komm, Junge. Wir können mal falken. Ja, hier sind halt 15 Einheiten drin. Ja. Wie erwartet. So, wenn das kommt, dann klicke ich gleich da drauf. Dann... Truppen. Puh, Truppen werden angegriffen? Von wo? Oha. Jungs. Das ist ja jetzt schlecht für euch. So. Ja, vielleicht die Bogenschützen zu ehren. Bevölkerungskapazität erreicht. Ach ja. Ach, wow. Ja, das tut mir leid. Hui, wir machen ganz schön wenig Schaden an denen. Fällt mir mal gerade so auf. Sind wir hiermit fertig? Warum baust du nicht? Ich verstehe es manchmal einfach nicht. So. Jetzt gehen wir einfach hier durch. Mal gucken. Ja, das geht schlecht für dich aus, kann ich dir sagen. So. Fertig mit deinem Tribuji? Sag mir bitte, du baust noch. Danke. Zack. Und da kommen tatsächlich keine neuen mehr. Das ist gut. Weil dann können die hierher. Wenn ja, können wir noch welche zurückschicken. Aber ich sehe so, als käme da nichts mehr. So, was machst du? Warum zum Teufel? Kannst du hier eigentlich mal zurück kurz? Ich sehe hier nämlich gar nichts. So. Und hier noch. So, du kannst... So, Plünder, sie fangen Chen. Erfolgreich. Warst du schon?
Nach Jahren des erfolgreichen Widerstands fiel die erste der beiden Zwillingsstädte unter dem Ansturm von Kublai Khans Armee. Spiel wird gespeichert und jetzt muss ich die zweite. Zwischen Kublai Khan und der Herrschaft über China stand nur noch die letzte Festung der Song, die Stadt Chengyang. Ja, das ist korrekt. Aber dafür sind wir gut ausgerüstet. Mit der gewaltigen Reichweite des großen Trebuchets vernichtete Ismail den imposanten Bergfried von Chengyang. Wir müssen die mal zerstören. So, hier können wir direkt mal die nehmen. Hier müssen wir eine Brücke machen, gell? Ah ne, wir müssen den Bergfried vernichten. Erstmal hier hin, damit da nichts kommt. Moment, könnt ihr? Danke. Könntest du mal... Nein. Scheiße. Von wo kommen die Schüsse, frage ich mich nur gerade. Ich wollte nämlich eigentlich nur den Falken. Von wo kommen die Schüsse, frage ich mich gerade. Oh, wir bräuchten... Können wir Sachen verkaufen? Ja. Aber kein Gold, kein Stein. Was machen wir denn, wenn wir keins mehr haben? Haben wir dann verloren? Ich kann noch die Einheiten vielleicht absetzen, so. Besser ist es. Wenn ich... Ah. Ismails Gegengewicht Trebuchet hatte seine Macht unter Beweis gestellt und den Willen der Song gebrochen. Der große Bergfried von Chengyang war gefallen. Richtig. Nun, da Chengyangs Tore ungeschützt waren, konnten die Mongolen die Verbindungsbrücke zur Feste der Song reparieren. Gut. Wie ich es mir dachte. Und dann rennen wir darüber. So, die Einheiten können wir auch mal herholen. So. Als die Stadt im Chaos versank, konnten die Mongolen den Kaiserpalast ungehindert niederreißen. Ja, dann gucken wir mal. Der Kaiserpalast, den müssen wir niederreißen. Wir können einfach mal voran. Wie viele kommen da nochmal? Nochmal ein paar. Zumindest ein paar. Das Ding machen wir damit. Ja, gut. Da kommen wir heute extrem gut mit dem Part hin. Strömten in die Straßen von Chengyang, während sich die Verteidiger der Song zu einem letzten Gefecht sammelten. Wir können hier nochmal einen Turm machen. Einfach weil es geht. Und du kannst auch schon mal hier rüber. Ist hier vorne irgendwo? Ja, mein Kommandant. Kannst du irgendwas? Nee, du kannst gar nichts. So, Kriegsfalken. Oh Gott, haben die hier viele. Hä, wo schieße ich denn hin? Hilfe. Zack. Ah, vielleicht nicht so viele. Zumindest nicht damit. Wir können ja hier noch welche. Ja, und du machst die normalen einfach. Wir haben ja genug Ressourcen gerade dafür. Oh Gott, ey, oh. Uiuiui. Ja. Der Typ wurde vernichtet. So, zurück. Aua, 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 aua. Ja, jetzt müsst ihr hier erstmal herkommen. Mitten auf die. Welche Reichweite? Oh, schön. Wo ist denn der? Ich sehe es nicht. Okay. Egal. Hier ist einer. Den suchen wir aber nicht. Ich sehe ihn halt nicht. Wo ist der verletzte Anführer? Hier. So. Das ist der mit den Falken, gell? Ja. Der hält halt viel aus.
Nein, warum rennt der hier dann? So. So, wir können mal weiter. Ja, Ismail wurde verletzt, ich weiß. So. Was macht der hier? So, kannst du mal hier drauf? Oh, nee, vielleicht doch nicht. So. Ja, viele haben den immer. Ja, irgendwie. Wir können das mal hier so lassen. Dann kommst du mal hinterher und schießt mal da drauf. Ich wünsche viel Spaß. Ihr könnt auch wieder nachrücken. Wir können gerade jede Einheit gebrauchen, die nachkommt. So. 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 Naja, gut, wir haben jetzt Überlänge, aber wir sind jetzt gleich fertig. Und die Türme Schießpulver? So. Oh, was machen die denn hier? Sind das Arbeiter oder was sind das? Du kannst hier mal hin. Hui, da schießt was. Nicht gut. Okay, zurück. So. Neue Einheiten, neues Glück. Wir brauchen vor allem Bogenschützen, merke ich. So. Aber ja, anscheinend doch noch ein bisschen die Mission, aber gut. Jetzt habe ich gesagt, wir machen die fertig. Außer es wird, kommt danach noch irgendwas. Aber wenn es das war, dann können wir da drauf aufbauen. So, du kannst mal das abschießen. Bevor mich da irgendwas erreicht. Tschüss. So. Ja gut, da gehen wir weg. Und du kannst mal hierher kommen. Beziehungsweise direkt hierher. Kannst du den kaiserlichen Palast schon erreichen? Ja, nimm den doch mal mit. Oder ab wann kannst du den erreichen, ist die Frage. Ah, jetzt schon. Man muss ihn sehen, also. Bitte sag, du kannst das Ding nicht erreichen. Hallo? Das wird ja absolut lame. Wir machen hier V rein. Viel Spaß. Und jetzt gucken wir mal, was er macht. Der Rabe, ja, das ist eigentlich das Ende. Naja. Naja, naja, naja. Ach nee, ich wollte. Ich finde es blöd, dass dieses Stehenbleiben nicht einfach so eingespeichert bleibt. So, wir machen mit jedem Schlag 500. Ja. Da ist der kaiserliche Palast gleich weg. Aber das Ding gibt es, glaube ich, nur hier in der Kampagne, nicht im Gefecht. Das habe ich schon mal gesagt. Aber ich habe mit denen noch nie gespielt. Mir wäre es nur nicht bekannt, dass die gute Belagerungseinheiten haben. Darum die Annahme. Ja, aber das ist gewonnen. Gut, dass hier nichts mehr kam, als das zerstört war. Das macht es leichter. So, hier kommt. Na gut, die Hälfte fehlt noch. Es ist abwarten. Es ist nur noch abwarten. Wir stehen hier in Position. Sollen sie kommen, wenn ja. Ja, die haben halt auch nicht mehr viel. Eigentlich können wir mit den Einheiten rein. Zack. Hier rein. Kommt hier. Ich dachte, das wären mehr auch. So. Komm. Dann haben wir auch noch ein bisschen was getan. Nee, dahin eigentlich.
So. Dieser kaiserliche Palast. Ja, die geben auf. Wir können hier gerne noch das, aber das war's jetzt. Sehr schön. Okay. Chengyang, die letzte große Bastion der Song-Dynastie, war gefallen. Kublai Khan beendete, was sein Großvater Genghis Khan begonnen hatte. Nun konnte er seine eigene große Dynastie gründen und den Thron besteigen, um über ganz China zu herrschen. Naja, mal gucken, ob er seine eigene Dynastie gründen konnte. Hat das funktioniert? Mal gucken, ob wir das noch erfahren. Ich glaube aber nicht. Das wäre komisch. Chengyang, nö. Gut. Schließlich brachte er und verblieb so. Cool. Achievement, aber gut. Das wäre vielleicht in dem Bonusvideo dann zu sehen. Aber gut, das war das Mongolische Reich, die Kampagne davon. Im nächsten Part beginnen wir mit der letzten Kampagne, und zwar Moskau. Eine ziemlich große Zeitspanne, die wir da haben. Ich bin gespannt, was da drin vorkommt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dahin habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.